Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euren Tracker Valve von eurem Mercury Optimax austauscht. Hier soll es auch explizit nur darum gehen und nicht noch, wie man die Furiel auseinanderbaut. Das kommt dann in einem anderen Video. Und was tut man, bevor man so ein Ding auseinanderbaut? Man schaut sich erstmal das Service Manual an und schaut, welche Schritte beachtet werden müssen und überhaupt, damit man keine Katastrophe oder ein kleines Fiasko erleben muss. Ja, bevor man jetzt das Teil sofort auseinanderschraubt, zeige ich erstmal, was man benötigt. Auf jeden Fall braucht man hier einen Drehmomentschlüssel, um das Ganze wieder vernünftig zusammenzuschrauben. Dann die Ersatzteile, die man sich bestellt hat. In meinem Fall ist das eben gleich alles. Das ist der Dichtungsring, die Feder und dann eben die Dichtungsmembran, die Tracker-Mem-Diaphragm. Was ich hier in der Hand habe, ist noch nicht das Tracker-Diaphragm, das ist das Diaphragm für den Air Regulator bzw. Fuel Regulator. Die darf man nicht vertauschen. Das ist die richtige. Da ist der Nippel ein bisschen länger. Wenn man sich das in den Teilelisten anschaut im Internet, dann sehen die fast identisch aus oder gleich. Und dann macht man den Fehler, das Falsche zu bestellen und ärgert sich im Nachhinein, dass das ja irgendwie doch nicht so aussieht wie das, was ich da gerade rausgeschraubt habe. Da muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man das richtige Diaphragm sich besorgt. So, ja. Das soweit dazu und dann wird das Ganze natürlich einfach jetzt auseinandergeschraubt. Alle Schrauben relativ gleichmäßig, damit das Ding nicht irgendwie schief da gleich auseinanderspringt und mir das Ganze irgendwie ins Gesicht fliegt. Bei der Feder ist es noch nicht ganz so schlimm, die ist nicht so stark wie bei den anderen beiden, wie beim Fuel Regulator und Air Regulator. Aber ja, genau, so jetzt alles auseinandergebaut. Die Feder sieht auch nicht mehr ganz so super aus. Verdreckt, rostig irgendwie. Und die Membran an sich ist auch extrem ausgeleiert und hat auch zwei Risse schon. Die kommt natürlich dann auch weg. Ja, vom Einsetzen müssen jetzt alle Teile noch mal ein bisschen gefettet werden, die gefettet werden müssen, laut Anleitung. Das stört auch nichts von irgendwelcher anderen Dichtungsmasse oder irgendwie irgendeiner Sicherungsmittel an die Schrauben. Einfach nur Fett. Neben den Schrauben muss auch noch ein bisschen 2,4C Quicksilberfett an das an die Membran, damit die sich besser einschmiegt in diese Mulde. Und dieser O-Ring, den habe ich da schon eingesetzt. Der ist da schon drin. Der hat auch ein bisschen Fett abbekommen, damit er sich auch da besser in diese kleine Mulde reinsetzt. Jo, dann setzt man jetzt die Kappe wieder auf und schaut, dass es wirklich schön aufsitzt und aufpassen, dass eben diese Feder nicht verrutscht. Das Gute ist hier, dass die Feder relativ kurz ist, das heißt, die Schrauben gehen auch gleich wieder rein, ohne dass man da überhaupt Druck ausüben muss auf das Gehäuse. Somit ist eigentlich die Gefahr, dass man diese Feder irgendwie verbiegt oder schief jetzt fest verschraubt, relativ gering. Ich check das Ganze jetzt nochmal, sieht alles gut aus. Und dann wird eben weitergeschraubt. Jede Schraube immer gleichmäßig, drei, vier Kurbelumdrehungen und dann die nächste immer über Kreuz, sodass das Ding immer schön gleichmäßig festgeschraubt wird. Ja, nachdem dann alle vier Schrauben schon mal gut gleichmäßig angezogen sind, erfolgt der letzte Anzug mit meinem Drehmomentschlüssel. Der ist auf 8 Newtonmeter eingestellt, da das Service Manual vorgegeben hat, dass jede Schraube mit 8 Newtonmeter festgezogen werden soll. Und nun bin ich kurz mal leise. Und da hat man das Klick gehört und das sagt mir eben, dass die Schraube mit 8 Newtonmeter angezogen wurde. Sehr hilfreich, das Ding. Ja, Leute, das soll es nun zum Thema Tracker Valve gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bleibt gesund und dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal.